Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren GIMP-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man auf die Schnelle, wenn man es kann, wieder in einer Minute ganz einfach ein Tarnmuster, sprich Camouflage, erstellen kann. Geht über zwei Funktionen in GIMP und wenn man es zwei, dreimal gemacht hat, ist das wirklich eine sehr schnelle Möglichkeit. Es gibt verschiedene, deswegen wird es wahrscheinlich irgendwann noch ein zweites und drittes Video geben, wie man ein schönes Camouflage erstellen kann. Heute aber wie gesagt erstmal die schnelle Version. Dafür habe ich mir eine leere Ebene gemacht. Sehen wir 1920x1080 groß und da gehen wir als erstes einmal auf Filter, dann auf Render, dann auf Wolken und auf plastisches Rauschen. Hier sehen wir schon, wie das gleich aussehen wird. Finde ich so ganz okay. X- und Y-Größe müssen wir nichts umstellen, hier jetzt auch erstmal nichts. Wichtig ist euer zufälliger Anfangswert. Normal startet das bei 0 und das sehen wir, wenn wir uns das mal angucken, dass dieses plastische Rauschen jedes Mal anders aussieht. Wir fangen jetzt einfach mal mit irgendetwas an. Ich nehme jetzt mal die 5. Dazu werden wir gleich noch kommen, wofür dieser Anfangswert gleich wichtig ist. Aber wie gesagt, wir starten mal mit 5, machen OK und haben dann unser Camouflage. Das ist natürlich noch nicht fertig. Als nächstes gehen wir auf Farben, dann auf Werte. Und wie wir schon in anderen Tutorials gelernt haben, kann ich über Werte festlegen, wo ist für GIMP jetzt schon ein glatter Schwarzton. Das heißt, umso weiter wir diesen Schwarzwert hier vorne nach vorne holen, oder zur Mitte, sehen wir, dass das absolute Schwarz zunimmt. Genau das gleiche können wir mit dem absoluten Weiß machen. Umso weiter wir das zur Mitte holen, umso eher erkennt GIMP da ein glattes Weiß oder ein vollkommenes Weiß. Grautöne brauchen wir jetzt hier erstmal nicht. Das heißt, wir schieben Schwarz mal bis zur Mitte und den weißen Regler dann auf das Schwarze drauf. Und schon sehen wir, wo das letztendlich hinführen wird. Jetzt kann man da noch ein bisschen nachnavigieren. Wenn ich zum Beispiel finde, das ist mir jetzt zu viel weiß, dann nehme ich den weißen Regler wieder ein bisschen weg und ziehe den schwarzen noch ein bisschen nach. Dann sehen wir, dass Schwarz hier zunimmt. So kann man das also auch noch ein bisschen steuern, je nachdem, welches plastische Rauschen man sich jetzt ausgewählt hat. Ist man damit zufrieden, drückt man zunächst erst einmal OK. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder für die, die ganz pingelig sind, werden wir das gleich noch ein bisschen bearbeiten, denn wenn wir mal ranzoomen, sehen wir, dass das hier nicht so schön aussieht. Ist jetzt in der Größe nicht so wichtig, weil das ist ja doch ein recht großes Bild. Allerdings können wir das auch noch ändern, indem wir auf Filter gehen, Weichzeichnen und Gaußscher Weichzeichner. Da sollte man jetzt was auswählen, was halt der Größe entsprechend ist. Hier ist es so um die 20 Pixel bei einer 1080p Auflösung. Und dann drücken wir nochmal OK. Sehen wir, dass diese Ränder jetzt natürlich unscharf sind. Allerdings werden wir diesen Vorgang unter Farben und Werte noch einmal wiederholen. Diesmal gehen wir nicht ganz bis zur Mitte, sondern lassen das in etwa so, dass wir irgendwann keine weichen Kanten mehr sehen oder zu weiche Kanten. Jetzt sehen wir, es ist nicht mehr weich gezeichnet. Es ist noch ein bisschen weich, aber das gefällt mir schon besser. Zumindest ist es jetzt sehr, sehr gleichmäßig und damit kann ich doch gut arbeiten. Da wir gleich in unserem Tarnmuster allerdings keine schwarzen Töne gebrauchen können und weiß auch noch nicht so wirklich, Grund werden wir dann sehen, müssen wir nochmal unter Farben gehen und mit den Kurven arbeiten. Da habe ich es mir so angewöhnt, wir gehen hier bei dem weißen Ton zwei Kästchen nach unten und bei den schwarzen Tönen gehen wir zwei nach oben. Das sorgt dafür, dass wir kein glattes Weiß haben und eben auch kein volles Schwarz. Das ist gleich wichtig, denn schwarze Töne kann ich eben nachher schwer einfärben, die sind halt weiterhin schwarz. Dann habe ich zwar ein Schwarz, was grün gefärbt ist, ist aber trotzdem schwarz. Deswegen müssen wir das Schwarz ein bisschen aufhellen und das Weiße auch noch ein bisschen abdunkeln, denn wir brauchen ja auch noch andere Farbtöne. Dann einmal auf OK geklickt und wir erstellen uns eine neue Ebene. Die kann weiß oder transparent sein, das ist jetzt vollkommen egal, Hauptsache die Größe ist die gleiche. OK. Und dann wiederholen wir den Vorgang in den ersten zwei, drei Schritten. Das heißt, wir gehen nochmal auf Filter, dann wieder auf Render, Wolken, plastisches Rauschen. Und nun ist es wichtig, dass wir eben ein anderes Muster nehmen. Das heißt, nicht den gleichen zufälligen Anfangswert, denn sonst würde sich das gleich total überlagern und man würde keinen großen Unterschied feststellen. Das heißt, wir schauen, was würde gut passen. Da kann man sich auch daran orientieren, wo habe ich hier große weiße Flächen, hier sehen wir es, und hier sind große weiße Flächen, dass man vielleicht Sachen findet, die das so ein bisschen abdecken. Wie das zum Beispiel, dieser Fleck passt wunderbar hier rein, wir gucken nochmal einen Tick weiter, das gefällt mir gut, das ist nämlich hier oben und hier sehr prägnant. Drücken wir OK und sehen, dass diese transparente Ebene jetzt eingefärbt wurde und wie gesagt, wir wiederholen den Vorgang noch ein bisschen, hier wieder auf Werte, schieben wir zur Mitte. So,
dass wir genug haben. Das ist mir jetzt zum Beispiel zu viel schwarz. Deswegen werden wir das ein bisschen anders machen. So. Wir müssen ja beachten, wir haben noch eine andere Ebene drunter. Das heißt, wir brauchen jetzt gar nicht unbedingt so viel schwarz. Drücken auf OK. Und für die, die es wieder ganz genau haben wollen, machen wir nochmal den gaußschen Weichzeichner unter Weichzeichnen und gaußscher Weichzeichner. Wieder mit 20 Pixeln. Dann das Ganze wiederholt unter Farben und Werte, dass wir da auch wieder unsere schönen Übergänge kriegen. So in etwa. Und dann müssen wir natürlich sorgen, dass sich das Ganze verbindet. Dafür wählen wir die oberste Ebene nochmal aus zur Sicherheit und senken die Deckkraft jetzt auf ja, ungefähr 20-30%. Und jetzt sehen wir auch, wo das hingeführt hat. Dadurch, dass wir in der unteren Ebene die Farbtöne ein bisschen geändert haben, das heißt weiß und schwarz mehr zu grau, wirkt das jetzt besser. Denn dadurch, dass ich hier die Deckkraft rausgenommen habe, wirkt es leicht gräulich und da auch. Und das heißt, das sind nun alles Farben, die ich einfärben kann. Dann sucht man sich halt genau den Farbton raus, der einen am besten gefällt. So, nicht zu dunkel. Ungefähr so werden wir das jetzt mal nehmen. Und dann mache ich einen Rechtsklick auf meine oberste Ebene und neu aus Sichtbaren. Und in dieser Vorschau kann man eigentlich schon gut sehen, ja, auch wenn man es kleiner hat, dass das schon sehr nach Camouflage aussieht. Das färben wir nun noch ein unter Farben und Einfärben. Suchen uns hier einen Grünton raus, die sind immer so um die 120 rum. Nicht zu grell am besten. Wir werden es gleich noch ein bisschen entsättigen, dann wird es auch ein bisschen dunkler. Kann man sehen, hier wird es giftgrüner, kann man schon sagen. Und mit der Helligkeit kann ich natürlich spielen, um das Ganze so noch ein bisschen dunkler zu machen. Und so hätte ich dann halt auf die Schnelle jetzt ein Camouflage gemacht. Es ist jetzt je nach Motiv natürlich ein bisschen anders. Welchen Anfangswert habe ich beim plastischen Rauschen genommen und wie habe ich unter den Werten rumgespielt? Jetzt sieht man, hier verbindet sich es ganz gut, hier habe ich jetzt eine größere Freifläche. Also wie gesagt, das ist jedes Mal anders. Wir können noch ein bisschen am Farbton rumspielen. Und was mir aufgefallen ist, wenn ich komplett entsättige, sieht das schon sehr nach einer deutschen Bundeswehruniform aus, die in bestimmten Regionen eingesetzt wird, dadurch, dass das grau ist. Also da gefällt es mir noch am besten. Mit dem Grün muss man immer so ein bisschen gucken, aber das hat schon irgendwie was von Camouflage. Wie gesagt, es gibt noch andere Methoden, die sehen noch deutlich besser aus, weil man hat mehr Details drin. Da werden wir uns in den nächsten Videos drum kümmern. Aber das ist eben das, was ich mal ganz auf die Schnelle erstellen kann, wenn ich nur mal ganz schnell eine Tarnfarbe brauche. Noch einmal okay und dann sind wir hier fertig. Ich kann die beiden Ebenen ausblenden, könnte mir das nun einfach hier unter Exportieren irgendwo hinspeichern. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao. Hat's dir gefallen? Dann schau doch auch mal beim letzten GIMP-Tutorial rein.